Ja moin, ich bin Andi, Fotograf in Kiel und Umgebung und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ein kurzes Follow-up-Video vom letzten Mal, denn im letzten Video habe ich ganz viele eurer Fragen beantwortet und dabei habe ich zwei Sachen offensichtlich verkehrt gemacht. A, ich habe einmal Quatsch erzählt, das geht so nicht, das muss ich korrigieren, und B, habe ich mit der Antwort auf eine Frage offenbar noch mehr Fragen hervorgerufen und das war natürlich auch nicht Sinn der Übung. Deswegen geht es heute nochmal ganz explizit um das Thema Funk. Auslöser. Wer macht was, wo, wann, warum, wer sitzt auf dem Blitzschuh und wann drücke ich wo und welcher ist eigentlich wofür verantwortlich und was können die Dinge eigentlich sonst noch so? Das gucken wir uns heute an. Also, auf geht's. Das Wichtigste vorneweg, ich habe letztes Mal Quatsch erzählt und zwar habe ich behauptet, dass diese Buchse bei allen Nikon-Kameras gleich ist. Das stimmt überhaupt ganz und gar nicht. Bei meinen Nikons ist das so, weil ich zufällig genau die habe, wo das so ist, nämlich eine D5, eine D850, eine F4 im Schrank, eine analoge von damals. Das ist aber von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Die großen Modelle bei Nikon haben diese Buchse, die kleineren, sprich die 5000er-Serie, die 7000er, die 3er und so weiter, haben diese Buchse nicht. Das heißt, auch wenn ihr keine Nikon habt, sondern eine ganz andere Kamera, eine Panasonic, eine Lumix, eine Leica, eine Canon, eine Sony, was auch immer. Checkt bitte unbedingt, was für eine Buchse an der Kamera dran ist, bevor ihr ein Kabel kauft, bevor ihr dieses Pocket Wizard-Geschichte ausprobiert, denn sonst gebt ihr Geld aus und habt nachher nichts davon. Jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, zu den Auslösern. Da es sich bei den Pocket Wizards eigentlich um einen Funkauslöser für Blitze handelt, fangen wir mal da an, so wie es eigentlich gehört. Das ist der Pocket Wizard Plus X. Der hat hier vorne eine Kanalauswahl, einen Testbutton, einen Ein- und Ausschalter und hier diese Buchse, die ist wichtig. Da schließen wir das Gerät an, welches auch immer dann ausgelöst werden soll. Unten drunter hat er einen Blitzschuh, also einen Blitzschuhadapter, mit einem Mittelkontakt und auch nur den. Das heißt, der kann nicht weiter kommunizieren. TTL oder Konsorten kann der alle nicht. Der kann nur sagen, ah, jetzt, ja, jetzt machen wir das Foto. Jetzt lösen wir den Blitz aus. Was anderes kann der nicht. Und der gehört jetzt eigentlich auf die Kamera oben drauf, auf den Blitzschuh. Und das ist jetzt schon alles. Sieht ein bisschen wild aus, aber das ist es auch schon. Sein Gegenstück, hoppsa, nicht umwerfen. Sein Gegenstück ist dann dieser hier. Da habe ich ein Bänzel dran gemacht, weil der irgendwo festgemacht werden soll. Der wird jetzt mit einem Kabel an einem Blitzgerät angeschlossen. In diesem Fall habe ich hier meinen Priolite MBX500. Und jetzt sind die beiden miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich den jetzt einschalte und die Pocket Wizards und die Kamera einschalte, jetzt ein Foto mache, dann löst der Blitz aus. So ist der Pocket Wizard eigentlich gedacht. Da so ein Pocket Wizard aber, wie gesagt, ja keinerlei Kommunikation miteinander herstellt, also keinerlei Datenaustausch, sondern wirklich nur ein Signal übergibt im Sinne von los, jetzt arbeiten wir, kann man an dieses Gerät anschließen eigentlich was immer man will, was sich auslösen lässt. Das heißt, ich kann auch meine Kamera damit auslösen. In dem Fall nehme ich dieses Teil dann einfach in die Hand, denn ich habe keinen Hotschuh, wo ich den raufsetzen könnte. Ich drücke dann den Testbutton, um etwas auszulösen. Und schließe das andere Gerät, den Empfänger in dem Fall, mit dem passenden Kabel an die Kamera an. Und zwar an die dafür vorgesehene Buchse. Die kann von Kamera zu Kamera variieren. Da müsst ihr bei eurer Kamera gucken, welche das ist. Das ist schon die ganze Herrlichkeit. Wenn man den jetzt einschaltet, Kamera einschaltet und auch diesen hier einschaltet, kann ich hier auf den Knopf drücken. Und jedes Mal, wenn ich den Knopf an diesem Gerät drücke, löst die Kamera aus. Für Flambient-Aufnahmen brauche ich jetzt natürlich aber noch einen Blitz. Und den kann ich jetzt nicht mehr darüber auslösen. Es ist nicht möglich, mit einem Funkauslöser Kamera und Blitz so synchron auszulösen, dass in der Aufnahme der Blitz tatsächlich zu sehen ist. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich den Pocket Wizard jetzt mit seinem Bänzel hier außen dran friemel, wie ich das ja normalerweise tue, dann baumelt er hier an dieser Schlaufe. Dann habe ich ja den Blitzschuh oben frei und kann meinen ganz normalen Pro-Foto-Auslöser oben drauf stecken. Das muss nicht die Pro-Remote sein, das kann irgendein Auslöser sein, das ist vollkommen egal. Und wenn ich jetzt den Funkauslöser nehme und auf den Test-Button drücke, dann sendet dieses Gerät das Signal an seinen Kollegen hier unten. Der ist mit dem Kabel mit der Kamera verbunden, löst also die Kamera aus. Und wenn die Kamera auslöst, löst die Kamera über den Blitzschuh mit der Profoto Pro Remote den Profoto Blitz aus. Und so habe ich dann mein Flambient-Bild, was ich machen kann.
Weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber er blitzt auf jeden Fall ganz fleißig. Ein Spezialfall ist mir noch eingefallen, und zwar kann man auch mit einer Kamera eine andere Kamera auslösen. Und zwar in diesem Fall habe ich den Pocket Wizard oben drauf stehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit dieser Kamera ein Foto mache, löst der Pocket Wizard aus bzw. sendet ein Signal an seinen Kollegen. Und dieser ist in dem Fall mit dem passenden Kabel an eine weitere Kamera angeschlossen, die dann gleichzeitig auslöst. Wann braucht man das? Für Immobilien schon mal gar nicht. Wenn ich aber zum Beispiel Fußball fotografiere, dann habe ich meine große Kamera, die D5, mit einer langen Linse drauf, für alles, was irgendwo im Mittelfeld und im anderen Strafraum da hinten passiert. 300 bis 500 mm, je nachdem. Meine zweite Kamera mit einem 70-200 drauf, um alles zu fotografieren, was in Strafraumnähe, also auf meiner Hälfte, da wo ich sitze sozusagen, stattfindet. Und diese Kamera löst dann gleichzeitig die dritte Kamera aus, die mit einem Weitwinkelobjektiv hinterm Tor steht. Das heißt, ich habe in dem Moment, wo im Strafraum irgendwas passiert, den Winkel von der Seite, irgendwo Größenordnung Eckfahne, sitze ich meistens irgendwo in der Nähe des Tores, aber nicht genau dahinter. Diese Kamera, wie gesagt, mit 70-200, damit fotografiere ich dann den Torschuss oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig löst die Goalcam, die Kamera hinterm Tor, aus und zeigt mir eben eine andere Perspektive. Super Weitwinkel von direkt hinterm Tor, wie der Torwart ins Leere greift oder eben doch hält oder wie das Leder im Netz zappelt oder was auch immer dann gerade da passiert. Das wäre ein Spezialfall, auch das ist mit Funkauslösern möglich. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Funkauslösern, zu Technik, zu Fußball, zu Immobilienfotografie, zu was auch immer, ich habe verletzungsbedingt gerade ein kleines bisschen Zeit und darf nicht so viel arbeiten, wie ich gerne würde, löchert mich gerne und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, und bis dahin, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Bis dann, Manski. Tschüss.